So, einen wunderschönen. Wir sind wieder zurück bei Black Mirror und wir können uns erinnern, dass wir hier ziemlich viel Stress hatten mit ihm. Er wollte, dass wir mit einem Messer am Schloss stehen und dort ein Foto machen. Und wir haben auch einen Rucksack bekommen und ich denke, den Rucksack kann man aufmachen. Wir werden ihn mal aufmachen. Ein Rucksack mit dem verzerrten Gesicht meines Vaters drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob Mary so etwas überhaupt verkaufen darf. Ach, egal. Ich werde ihn später verklagen. Schauen wir erst einmal, was drin ist. Genau. Ein Feuerzeug. Sehr schön. Ein Messer. Keine Ahnung. Gucken. Plastikseelenschlüssel. Plastikseelenschlüssel. Check. Batterien. Fehlanzeige. Mary Geizkragen. Check. Einer von Marys Merchandising-Artikeln. Ein blutiges Plastikmesser. Macht sich sicher gut an Halloween zusammen mit einer Samuel-Gordon-Maske. Ein Feuerzeug mit dem Gesicht von Samuel drauf. Vermutlich könnte ich darüber lachen, wenn es nicht mein eigener Vater wäre. Ja, ist natürlich makaber. Leer. Ich glaube nicht, dass ich den Rucksack noch brauche und verstaue ihn bei Gelegenheit in meinem Hotelzimmer. Na, wir werden mal auch dahin laufen. Was haben wir denn hier alles? Grundriss. Der Grundriss vom Hotel. Hier sind alle Räume eingezeichnet. Murrays Büro liegt direkt neben meinem Zimmer. Das ist gut. Da hinten ist nur eine kleine Sitzecke. Zwei Sessel, ein Tisch, ein Regal mit Büchern. Sauber aus den Angeln gehoben. Wahrscheinlich waren die Scharniere kaputt. Na, ist ja nicht gerade komisch. Das Zimmer sieht fast genauso aus wie das andere, das ich vor 3 Wochen hatte. Wahrscheinlich hat Mary Rabatt für die Innenausstattung bekommen. Wo ich gerade hier bin, verstaue ich den Kram, den ich nicht mit mir rumschleppen will. Ach, hat er also so gut. Der hat das komische. Na gut, gucken wir mal, was der Fernseher zu bieten hat. Da läuft nur atmosphärisches Rauschen. Wahrscheinlich muss man für das Fernsehprogramm extra bezahlen. Haha, bestimmt. Die Wand, Garderobe, der Sessel. Ein antiquiertes Stück für antiquierte Hintern. Für den Popo. Für den besonderen Popo gibt's den besonderen Sessel. Direkt hinter dieser Wand befindet sich Murrays Büro. Bestimmt können wir mit der Wand irgendwas noch machen. Können wir gucken, können wir ein bisschen bespannen, was der Junge da drüben macht. Stadtansichten von Willow Creek. Immerhin besser als Porträts von meinen blutrünstigen Verwandten. Na gut, das ist auch wieder wahr. Und die Garderobenständer. Ich habe bloß eine Jacke aus Boston mitgenommen. Und die lasse ich Tag und Nacht an. Das Ding hier ist völlig unbrauchbar für mich. Alles klar, gut. Ich denke, wir haben soweit außer die Wand. Ich denke, wir können mit der Wand erstmal nichts machen. Ich wüsste auch jetzt beziehungsweise nicht... Womit? Mit dem Messer bestimmt nicht. Nein. Mit dem Bleistift vielleicht? Hier, Wand? Nein. Gut, konnte ich mir aber auch schon denken. Gut, wir gehen wieder raus. Und wir werden wieder zur Lobby gehen und werden mal gucken, ob wir hier noch in der Lobby irgendwas machen können. Was ist das denn? Bürotür? Na, ob wir da nicht Ärger bekommen? Das ist mein Arbeitszimmer. Sie haben dort nichts verloren. Alles klar. Na gut, ich denke, das kann man auch so sehen, auch wenn man noch nicht weiß, wozu das gebraucht wird. Aber... Wenn wir da nicht rein dürfen und er ist neben uns, dann müssen wir bestimmt irgendwann mal die Wand einreißen, keine Ahnung, und darüber laufen und können uns dann irgendwas von morgen. Eine Schale mit Äpfeln, bestimmt vergiftet. Bestimmt vergiftet. Makaber! Dieses Buch, das kann ich leider nicht nehmen, weil. Nun gut, ist egal. Das Telefon. Ein Telefon. Ein Telefon. Gut, wir können nichts machen, außer vielleicht anrufen. Von hier will ich nicht telefonieren. Mary würde alles mithören und mich dann für Geld bei der Zeitung zitieren. Ja, das stimmt auch wieder alles. Was haben wir da? Blutige Grüße aus dem Mörderdorf. Black Mirror Castle sehen und sterben. Hello and goodbye mit den Gordons. Ziemlich einseitige Kartenauswahl. Und ein bisschen sehr trocken, meine Fresse. Broschüre. Das sind Infos über alle Attraktionen, die Willow Creek so zu bieten hat.
Das Mordmuseum. Die Tatortroute inklusive Stippvisite im Pub und Gruppenfoto vor dem Schloss. Mehr will ich gar nicht wissen. Oh, 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 oh. Black Mirror Castle im Posterformat. Ich frage mich, wer sich sowas übers Bett hängt. Also wir merken, Mr. Murray macht sich damit anscheinend sehr gut Geld mit diesen Sachen hier gerade, aber das ist leider zum negativen Teil für uns. Ah, ja. Der Willow Creek Telegraph. Die Gäste müssen ja auf dem Laufenden bleiben über alles, was der Mörder so treibt. Oh, mies, ey. Ein großer Wagen für die Massen an Gepäck der hereinströmenden Touristen. Mary hatte schon immer einen Hang zum Größenwahn. Können wir noch mit Mary reden? Mary, mein Lieblingshotelier. Zuvorkommend, hilfsbereit, höflich und stets bemüht, aus Verbrechen den maximalen Profit zu schlagen. Das muss man auch können. Hi, Mary. Oh, der ehrenwerte Mr. Michaels. Was haben Sie auf dem Herzen? Ja, also das mit dem Foto. Müssen wir das wirklich machen? Dieses Foto von mir, was Ihnen da vorschwebt. Nur ein kleiner Gefallen. Eine geringfügige Anstrengung Ihrerseits. Auch nichts Großes. Sie müssen sich nur ein bisschen mit Blut beschmieren und ein Messer schwingen. Möglichst angsteinflößend, versteht sich? Na klar. Am besten noch nackt auf dem Leuchtturm bei Vollmond. Sie sind der Profi. Ich vertraue da ganz Ihrer Intuition. Wer garantiert mir, dass Sie damit nicht sofort zur Polizei rennen? Oh, was hätte ich denn davon? Sie schätzen mich völlig falsch ein. Außerdem wird jeder sehen, dass es gestellt ist. Ich brauche nichts Authentisches. Eher was Stilisiertes, wie für ein Filmplakat. Sie wollen ein Plakat daraus machen? Lieber eine lebensechte Pappfigur für den Hoteleingang, wenn Sie nichts dagegen haben? Machen Sie, was Sie wollen, nur machen Sie auf jeden Fall Ihre Aussage bei der Polizei. Einverstanden. Das ist ein bisschen schwammig, finde ich. Die Angelegenheit. Und? Irgendwas Aufregendes passiert? Sie meinen außer dem Mord an Miss Valley und dem Schlossbrand, bei dem 3 Menschen umkamen? Der Jahrmarkt ist zu Ende. Dafür gibt es eine neue Ausstellung im Willow Creek Museum for Modern Murder. Es öffnet in ein paar Tagen. Das sollten Sie sich unbedingt ansehen. Es lohnt sich. Oh ja. Für Sie ganz sicher. Und dieses Schlossbrand, ich war das doch alles gar nicht. Sie wissen aber schon, dass ich mit dem Schlossbrand nichts zu tun habe, oder? Naja, also laut Zeitung... Die Regenbogenpresse ist ja weltberühmt für ihre Glaubwürdigkeit. Natürlich steht da nicht immer ganz die Wahrheit, aber die Schlagzeilen helfen mir, das Hotel am Leben zu halten. In diesem Fall auf meine Kosten. Und mit Herrn Inspektor, wissen Sie da was? Kennen Sie den Inspektor? Mr. Spooner? Oh ja, aber sicher. Er war 2-mal bei mir, hat das halbe Hotel auseinandergenommen. Ein wirklich rücksichtsloser Kerl. Aber auch gut für das Geschäft. Ja. Wann kann man schon als Tourist direkt bei so einer Ermittlung zusehen? Nur leider hat er sämtliche persönlichen Gegenstände von Ihnen und Miss Angelina Morgan konfisziert. Ich kann also nur Repliken im Museum ausstellen. So ein Pech aber auch. Bis dann, Murray. Okay, gut. Ans Werk. Alles erledigt hier. Ich denke, wir können jetzt raus. Wir haben unsere Aufgabe, jedenfalls, dass er... Ja, er möchte ja, dass wir unbedingt... Gut, was machen wir? Wir können jetzt natürlich in den Wald latschen. Da müssen wir eh hin. Wir müssen eh zum Schloss. Ich denke, wir werden das auch tun. Uiuiui, was ist das? Ein Pfad. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Bevor ich mich noch im Wald verirre, bleibe ich lieber auf der Straße. Ist ein Argument. Die Kälte zieht einem direkt in die Knochen. Der Winter steht vor der Tür. Noch ein paar Wochen, dann ist auch der letzte Baum kahl. Uiuiui. Schotterweg. Hier haben wir ein Tor, Stacheldraht, ein Schild. Gucken wir uns mal den Stacheldraht genauer an. An dem Holztor wurde Stacheldraht befestigt. Da hat jemand was gegen ungebetenen Besuch. Ja. Das ist Stacheldraht. Der wurde erfunden, um Soldaten den Weg zu versperren. Wenn man sich einmal darin verwickelt hat, reißen die Stacheln dutzende kleine Wunden in den Körper. Je mehr man versucht, sich zu befreien, desto schlimmer wird es.
Man verblutet langsam, aber sicher. Das Risiko gehe ich nicht ein. Das ist Stach. Je mehr man versucht, das hat ein erklärtes Schild. Das ist eigentlich ein Parkverbotsschild. Aber ich vermute, in diesem Zusammenhang meint es draußen bleiben. Ja, das ist wahr. Ein verschlossenes Tor aus maroden Brettern. Der Stacheldraht und das Schild wurden an das Tor genagelt. Damit kann man es von der anderen Seite öffnen oder schließen, ohne den Stacheldraht zu berühren. Die ganzen Warnungen, der Stacheldraht? Das macht diesen Weg ungemein interessant. Ich würde zu gerne wissen, was dahinter liegt. Ja, aber wie? Wir müssen ja über den Stacheldraht. Wir haben ja zwar nur ein Plastikmesser, aber ich denke nicht, dass wir das mit einem Plastikmesser den Stacheldraht da wegklein kriegen. Ich denke mal nicht. Gut. Planlos durch den Wald laufen? Nein, danke. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, bin ich wegen Brandstiftung und Mord verhaftet worden. Uiuiui, na gut, okay. Dann laufen wir halt den Schotterweg weiter und gucken, wo wir uns... Ach. Hier sind wir. Da, wo der Inspektor die tote Leiche gefunden hat. Die tote Leiche. Christian, ich bin mal wieder absolut genial. Die tote Leiche. Gucken wir uns erstmal die Reifenspuren an. Wer hier mit dem Auto fährt, ist entweder ziemlich mutig oder ziemlich dumm. Wir plädieren auf ziemlich dumm, oder? Die Wendeltreppe ist total zerfallen. Der Leuchtturm wird schon ewig nicht mehr benutzt. Okay, hier können wir nicht wirklich viel machen. Der Leuchtturm? Ein alter, verlassener Leuchtturm. Er muss vor sehr vielen Jahren eingestürzt sein. Uiuiui. Mal gucken, was der Tatort. Ist da noch die Leiche? Nee, bestimmt nicht. Hier habe ich Miss Valleys Leiche gefunden. Ja, genau hier. Aber man sieht keine Hinweise mehr für dieses Verbrechen. Das ist sehr... Schon im nächsten Frühling werden sich hier wieder die Verliebten umarmen und auf das Meer hinausschauen. Die Klippen. Feinste englische Klippen. Grau und steil. Bestens geeignet, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Nett. Die Nordsee. Hier ist England zu Ende. Und der Himmel. Ein englischer Himmel, wie ihn kein Reiseführer retuschieren könnte. Dann laufen wir mal zu den Ruinen. Ach du Scheiße, hier hat er doch gesagt, wurde er verfolgt, ne? Irgendwie war mir was. Dann gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an den Steinkopf. Ein stummer Zeuge des Zerfalls. Nicht mehr lange und ihn erwischt es auch. Gucken wir uns mal die Ruinen an hier. Ein riesiger Haufen Schutt ist alles, was vom Eingang zur Akademie übrig geblieben ist. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich da noch heil rausgekommen bin. Auch wieder wahr. Ein riesiger Haufen Schutt ist... Ich kann mich glücklich schätzen. Okay, dazu sagt er nichts mehr. Der Torbogen. Die Hälfte eines riesigen Torbogens. Die Akademie muss ein beeindruckendes Gebäude gewesen sein. Der Verschlag ist auch zerstört. Nun ist er sogar für Ralph unbewohnbar. Er ist ein Ralph. Und die Treppe gucken wir uns auch nochmal an. Die Treppen führten ursprünglich in den ersten Stock. Jetzt ist da nichts mehr. Gut, wir haben nichts mehr, außer die Ruinen, aber da ist ja nichts. Ein riesig... Ich kann also mich... Er sagt ja immer wieder das Gleiche und... Bullen oder die Karte oder ein Feuerzeug können wir da bestimmt nicht mit anwenden. Also, das wäre sinnfrei. Wir laufen wieder zurück zum Leuchtturm. Aber gut zu wissen, dass hier... Oh, jetzt ist der Rabe weg. War in den Ruinen noch ein Rabe? Nein. Komisch, war so ein komisches Geräusch. Ich krieg schon wieder eine Gänsehaut. Boah. Keine Ahnung wieso. Frag mich nicht, warum ich eine Gänsehaut kriege. Ist auch egal. Wir werden jetzt den weiten Weg die Straße weiter verfolgen. Was haben wir denn hier? Die Äste. Tote Äste an einem toten Baum. Bei diesem Anblick fühlt man sich doch gleich viel lebendiger. Ein kaputter Wegweiser. Es ist kaum noch zu erkennen, was mal drauf stand. Dann haben wir hier noch eine unbefestigte Straße. Solange ich nicht weiß, wo mich dieser Weg hinführt, bleibe ich lieber hier. Für eine Wanderung habe ich keine Zeit.
Na gut, dann werden wir mal zum Schloss laufen. Und dieses Schloss, was... Spektakuläre Kulisse.